Herzlich willkommen zum täglichen Monolog am Donnerstag. Heute debattierte der Bundestag über eine Neuregelung des Familiennachzugs für Geflüchtete. Familiennachzug, das ist der Albtraum für alle Leute auf Geschäftsreise. Debattiert wurde die Kontingentlösung aus dem Koalitionsvertrag, nicht zu verwechseln mit der Inkontinentlösung. Die betrifft nur Horst Seehofer. Im Koalitionsvertrag hat sich die CSU bei dem Punkt durchgesetzt. Sie will, dass maximal 1000 Familienangehörige im Monat nachgeholt werden können. Umgerechnet ist das ungefähr eine türkische Hochzeit. Es dürfen aber nur die engsten Verwandten, also Ehegatten und Kinder unter 18 sein. Außerdem war Horst Seehofer noch gütig und will minderjährigen Geflüchteten den Nachzug ihrer Eltern erlauben. Das ist echt gütig. Also im Smallland ist das verboten. Familienmitglieder, die straffällig geworden sind, dürfen nicht nachgeholt werden. Also es dürfen 12.000 Familienmitglieder pro Jahr nachgeholt werden. Bei der Bundesagentur für Arbeit geht man von 50.000 bis 60.000 Familienmitgliedern von hier befindlichen Geflüchteten mit subsidiärem Schutz aus. Das heißt, wir verknappen die Aufnahme künstlich, damit manche 5 Jahre auf ihre Familie warten müssen. Das klingt menschlich. Wer früher nachgeholt werden darf und wer nicht, soll nach humanitären Gründen entschieden werden. Ich glaube, bei einem bayerischen Innenminister bedeutet das, wer am besten ein Fass anzapfen kann oder so. Wie die AfD das findet, das erfahrt ihr im nächsten Sendungstitel von Plassberg oder Maischberger. Man kann mit dem Blatt das ganze Leben, ach Haut, noch bewältigen. Das Blatt ist nicht nur von gestern, es ist auch von Haut. Jährlich gelangen 8 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Weltozeane und es ist soweit. Leute, wir haben es geschafft. Es wurde erstmals Mikroplastik in der Antarktis nachgewiesen. In der Antarktis. Da ist sonst nichts außer Eis und unberührte Wildnis und jetzt kommt da unser Plastik an. Plastik in der Antarktis, vollkommen nutzlos, eine enorm dumme Idee und überhaupt nicht wegzukriegen, wie ein Segway bei einer Wattwanderung. Wir schmeißen so viel Plastik in die Meere, dass die Meeresströmungen, die Antarktis bisher immer geschützt haben, dagegen nicht mehr ankommen. Stell dir vor, du bist Forscher in der Antarktis und dir kommt auf einmal eine Nettotüte entgegen. Da denkst du doch auch, Moment mal, wurde jetzt irgendwo ein Pfandsammler von der Flut überrascht? Nicht nur, dass sich Plastik nicht abbaut, es enthält auch chemische Stoffe, die die Fortpflanzung schädigen, das Hormonsystem beeinflussen können und das Wachstum von Tumoren fördern. Jetzt kann man natürlich sagen, Tumore im Meer, also noch mehr Krebse. And the problem with the President of the United States and the Commander of Chief expressing that opinion, Commander of Cheese. Unsere Bundeskanzlerin und Frau, die gerade bei einem SPD-Parteitag reinschaut, Angela Merkel, hat sich bei der Klausurtagung der Europäischen Volkspartei EVP, also ihrer Fraktion im Europaparlament, nochmal zu Europa geäußert. Erst kam lange gar nichts und jetzt redet sie fast jeden Tag über Europa, wie Martin Schulz vor und nach der Wahl. Sie hat sich dafür ausgesprochen, die Arbeit des EU-Parlaments auf einen Ort zu konzentrieren. Das ist doch mal ein praktischer Vorschlag. Die meiste Zeit sind alle Abgeordneten in Brüssel, aber alle 4 Wochen reisen sie mit allen Mitarbeiterinnen und Akten nach Straßburg zum Hauptsitz des Parlaments. Es reicht niedersächsisches Abitur, um herauszufinden, dass das teuer und unnötig ist. Achso, und die Verwaltung des Parlaments sitzt übrigens zum größten Teil in Luxemburg. Merkel will das alles an einem Ort haben, was Frankreich ein bisschen doof findet, weil wahrscheinlich der Standort Straßburg dann aufgegeben werden würde. Merkel ist, wie Macron, auch für transnationale Listen bei der Europawahl. Das heißt, wir bekommen bald Wahlplakate auf Englisch von ausländischen Kandidatinnen. Wie erklärt man das eigentlich Menschen in Bayern, wenn da ein Portugiese auf Englisch um seine Stimme wirbt? Sagt man, das ist wie der ESC mit Politik? Erklärt man denen das einfach gar nicht mehr? Und wie soll das weitergehen? Was ist mit Film? Muss der deutsche Kinogänger jetzt auf einmal Englisch lernen? Nein, beruhigt euch, muss er nicht. Er kann auch nach wie vor Transformers gucken, da wird er nicht gesprochen. Das war der tägliche Monolog für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, ciao.